Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt eine verfahrene Let's Play Resident Evil 7 Biohazard begrüßen in der VR-Edition. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben mit dem Video von Mia, was wir angeguckt haben. Und heute machen wir weiter, aber ich suche jetzt erst noch ein paar Dinge, bevor ich diese eine Sache aus dem Bad hole. Weil solange wir Ruhe haben, würde ich diese Ruhe gerne ausnutzen. Können wir das eventuell zerstören, weil wir bin jetzt mal nicht durchgekommen. Da draußen ist er nämlich schon wieder. Türen gehen dann da und zu. Okay, können wir auch wieder Sachen verstauen. Ich weiß zwar noch nicht wirklich für was, aber das ist, können wir auf jeden Fall. Dass wir die Möglichkeit haben, ist schon mal ganz nett auf jeden Fall. Hier ist noch eine tolle Chemikalie. Ah, jetzt können wir wieder... Wir könnten Munition machen. Na, das lassen wir erstmal. Wir haben eigentlich erstmal noch genügend 31, passt erstmal. Okay, da ist das Bad, da gehen wir gleich wieder rein. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob ich mir noch was irgendwas anderes an in Ruhe angucken kann, während der Typ mich noch nicht verfolgt. Ich würde eigentlich auch gucken, ob wir draußen, obwohl das ist nicht das gleiche draußen, wo Mia war, ne? Oder? Wo ging es denn jetzt raus? Da, oh Gott. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ob wir hier eventuell noch irgendwas Brauchbares finden. Da müssen wir rein. Klappt nicht. Kann man ja mal probieren. Seit dem einen Mal denke ich, dass man alles zerbrechen kann. Hier ist verschlossen. Eigentlich will ich hier auch gar nicht rein, so wie die Tür aussieht, um ehrlich zu sein. So. Genau, Hobby des Vaters. Oh Gott, die Oma erschreckt mich halt auch jedes Mal. Aber ich denke, ansonsten gibt es hier nicht mehr arg viel mehr. Da kommen wir auch nicht rein. Daher... Ja, der mochte Football. Oh, eine Katze, süß. Ich denke, arg viel mehr. Noch ein Bild. Könnte Zoe sein. Evelyn, 2. Mai 2014. Was ist die Kleine wahrscheinlich? Evelyn? Die da bei Mia war? Und die Große ist dann Zoe. Okay, hier müssen wir nachher irgendwie die Flinte herkriegen. Wie, weiß ich noch nicht. Ist nämlich auch noch ein Ziel. Und in dem anderen Raum können wir dann Schattenspiele mit dem Ding machen. Achso, obwohl, das passt nicht, oder? Nee, nee, da brauchen wir schon das eine Teil, glaube ich, aus dem... Aus dem Bad. Und ja, das holen wir jetzt wieder, weil wegen dem Speicher... Oh, hier ist noch was. Chemikalie. Das ist der Wandschrank von Harry Potter übrigens. Da wurde das gedreht. Da drin. Ja, ich bin lustig, ne? Gut. Gibt es ja eigentlich auch irgendwo so einen Speicherpunkt, wo ich selbst speichern kann? Das wäre mir ganz recht, tatsächlich. So, oh nee, jetzt verfolgt uns gleich wieder dieser Spaß. Ich mag den nicht, wisst ihr? Ach ja. Gibt's hier nicht so ein Speichergerät? Nee. Ich bin hier irgendwie mega ungern, wisst ihr das? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall für da unten. Alter, hi! Das ist echt eklig. Eigentlich will ich das nicht zweimal sehen. Kleiner hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Mhm. Wie du sehen kannst,
ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Mhm. Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Das ist nicht sehr nett. Okay. Aber wenn ich jetzt hier... Ich glaube, der sagt es, da ist gerade nicht die Zeit für, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das geht noch nicht. Ja, geht noch nicht. Was ist denn, wenn wir hier reingehen? Was? Sie können die Flinte nicht nehmen, dass sie zu viele Objekte tragen. Ach, dafür hätte ich das... Können wir irgendwas kombinieren? Ja, komm, dann kombinier irgendwas. Dass wir Platz haben. Scheiß drauf. Haben wir jetzt wieder Platz? Haben wir. Weil dann kriegt er uns wenigstens nicht. Obwohl, ich glaube nicht, dass das was bringt. Aber jetzt ist gerade ruhig. Können wir dem auch irgendwas anderes können wir dem geben, ne? Aber was? Nimm Kraut, bitte. Hier ist auch sonst nichts mehr drin oder so, ne? Nee. Ja, wenn dann irgendwas, ist man halt wie eine Flinte, ne? Haben wir nichts. Können wir das jetzt machen? Jetzt müssen wir nur, obwohl das passt. Doch, das passt. Das kann passen. Irgendwie. Wie müsste das passen? Obwohl. Irgendwie. Ah. Das ist echt nicht einfach. Es sind eigentlich ganz nah. Ah, jetzt, Edle. Ich wusste doch, dass es passt. Das ist schon ein cooler Spielermechanismus, muss man ganz klar sagen. Wer baut diesen Mist? Keine Ahnung. Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Ist mir auch gerade recht egal. Wisst ihr, ich bin... Hey. Hallo? Ich wollte... Warum darf ich nicht nach hinten gucken? Ich bin hier gerade echt ungern, wisst ihr das? Ein Elch. Okay. Hi, Elch. Jetzt sind wir in einem der Räume. Da hängt einfach ein Rabe an der Tür. Das stimmt nicht mit dem Typen. Obwohl, ich glaube, die Frage muss ich mittlerweile nicht mehr stellen. Ich glaube, mittlerweile ist ganz offensichtlich, was mit den Leuten hier nicht stimmt. Eigentlich alles. Ja, doch. Psychonoktikum. Finden Sie Objekte mit dem Psychonoktikum. Psychotonikum. Objekte mit dem Psychotonikum? Weiß nicht genau, was sie damit meinen.
Aber ich werde es versuchen. Die Toilette. Der beste Freund des Menschen. Oder so ähnlich. Klingt das einfach, wenn wir auf die schießen? Nicht wirklich, ne? Das ist eine Muni-Verschwendung. Okay. Ja gut, gehen wir mal da rein. Hier können wir Sachen verstauen, aber ich will irgendwie nichts verstauen. Ich will irgendwie alles mitnehmen. Ich hasse diese ganzen Geräusche. Hier ist nochmal eine Notiz. 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. 3 College-Studenten. Sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August. Obdachloser Mann. 13. In 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Also auch gewandelt. Okay. Da ist noch ein Bild, den ich wirklich erkennen kann. Mensch, diese Familie hat echt Probleme. Ich glaube, das ist nicht wirklich eine Gabe, was ihr da habt. Das ist eher ein Fluch. Mehr Münzen. Liebe ich. Ganz viele Münzen zu finden, macht ganz zu viel Spaß. Da irgendwas drin? Warum heben die Maden auf? Und warum kann ich das nicht wieder zumachen? Jetzt haben wir hier dieses tollen Geräusch von Maden. What the fuck? Verpiss dich! Kann ich das überhaupt? Tschüss. Nee. 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 Nein. Geh da rein. Es trifft mich hier drin. Willst du mich verarschen? Nee. Nee. Nein. Oh mein Gott. Was zur Hölle muss ich da machen? Oh nein! Oh, verpiss dich! Weißt du, auf der einen Seite habe ich jetzt diesen Verrückten und auf der anderen Seite habe ich dieses Ding. Muss ich damit das Psychonoktikum einsetzen? Ist der? Ist der? Ich will hier.
echt nicht sein so. Skorpione. Oh Leute, ist das eklig und gruselig und ne. Ich muss bestimmt da runter, oder? Wie groß ist eigentlich dieses? Was sind wir überhaupt? Haupthaus, Erdgeschoss. Hier sind überall diese ganzen Insekten und... Oh. Ich bin froh über jeden halbwegs normalen Raum. Wo ist eigentlich der zweite Hundekopf? Ich würde ihn gerne mal finden. Oh, hier ist ein Speichergerät. Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich gerade ein Speichergerät gesucht habe, weil ich nicht mehr weiter aufnehmen will? Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe eine Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den erst einmal hier raus. Wisst ihr, die Tür zum Keller, das war das eine, was wir da draußen schon gesehen haben. Ich will nicht. Oh. Okay. Das heißt, in der nächsten Folge geht's auf in den Keller, Leute. Da runter. Ich freue mich. Ich freue mich total, ja. Kann's kaum erwarten, diese Folge aufzunehmen. Vielleicht hört das Projekt auch spontan auf. Dinge könnten eventuell geschehen. Oh je. Yeah. So, speichern wir erstmal eine Runde und dann muss ich mich erstmal wieder beruhigen, weil dieses Viech da... Wobei ich nicht glaube, dass das echt war. Ich glaube, das war in unserer Einbildung. Denke ich. Aber ich denke, das werden wir dann alles in den nächsten Folgen erfahren, weil dieses Psychonoktikum, ja. Und jetzt ist es ja gerade nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob wir einfach nur schnell genug waren oder so, aber ich glaube, das ist nur in unserem Hirn, Leute. Aber apropos in unserem Hirn. Ich gehe mal eben zurück in die echte Welt, damit ich diese Folge auch beenden kann. Und, oh Leute, also langsam nimmt das Spiel so eine Wandlung an, die mir nicht gefällt. Ich glaube, ich gucke doch wieder Let's Plays, bevor ich eigene Folgen aufnehme. Ja, mal schauen. Aber, nichtsdestotrotz, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich sehr um Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Link zu Places Projekt ist zur PlayStation 5 Playlist und zu Resident Evil 7 Biohazard Demo in der Endkarten, also schon mit Links in der Beschreibung. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was geht denn da noch zu sagen? Außer, also, tschüss, silly.